Bevor wir jetzt mit dem Video starten, muss ich noch mal ganz kurz was loswerden. Nichts storytechnisch und es ist jetzt auch nichts Schlimmes, aber in der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, eine BGA zu bauen. Es waren viele dafür und viele dagegen und ich habe die BGA nur bauen wollen, weil Kühe zu wenig fressen und ich quasi deshalb zu viel Futter habe. Sprich, eigentlich müssten die Kühe viel mehr fressen in der Realität und das ist im LS eben anders. Ich habe jetzt aber herausgefunden, wie ich das einstellen kann und jetzt fressen die Kühe bei mir mehr. Wir können auch ganz kurz mal hier ins Seasons-Menü reinschauen. Da sieht man geschätzte Futtermenge im Jahr 1,5 Millionen und das finde ich kommt jetzt halt relativ gut ran, wenn man jetzt halt berechnet. Erster Schnitt 500.000, zweiter Schnitt 500.000, dritter Schnitt vielleicht dann 300.000, dann haben wir eben noch den Mais und dann haben wir eben 5.000, 1.300 und dann nochmal 200 da. Ja, also so ungefähr kommt es hin und von dem her fände ich das jetzt besser und wir tun so, als wenn eine Biogasanlage nie angedacht wäre, beziehungsweise wenn das wieder verworfen worden wäre und ja, ich habe das eben jetzt mal das Background machen müssen, dass ihr auch versteht, warum ich das jetzt wieder abblas und sich das jetzt sowieso eben einfach nicht mehr rentiert. Weil ich meine, auf so einem kleinen Betrieb wäre es eigentlich auch, ja, ich weiß nicht, irgendwie komisch, da eine Biogasanlage hinzubauen. Und ihr habt schon so halbwegs recht, dass das Projekt zerstört. Also, ja, kann schon sein. Aber wie gesagt, es wird keine Biogasanlage gebaut und ja, jetzt viel Spaß mit dem Video. Video hier auf der Ellerbach im wunderschönen Bayern. Ja, heute gibt es nur ein wenig was zum Tun. Im letzten Video haben wir ja ein wenig einen Hof aufgeräumt, aber in dem Video werden wir jetzt nur ein wenig an Dünger holen, genau für morgen, dass wir dann direkt loslegen können. Vormittag und Nachmittag müssen wir dann unser Heu machen. Ich war nämlich jetzt heute schon mal hinten und das schaut echt sehr, sehr gut aus, muss man sagen. Also doch echt top. Ich muss hier nochmal ganz kurz nochmal leiser machen. So. Da fahren wir jetzt eben zur Baywan aus und dann holen wir da wegen den Dünger. Ich weiß auch nicht wie viel, aber ja, wir können schon einen holen. Also das macht, denke ich, nichts, wenn wir da irgendwas holen. Weil wir müssen ja auch viel düngen, ne? Heute habe ich es mit dem Lenken irgendwie. Naja. Ich habe im gesagt, dass der Tom zum Güllefahren vorbeikommt. Also das besteht auch immer noch. Aber ich habe euch ja wegen einem Schwan erzählt. Ich habe ja gesagt, er hat einen Schwanenhals oder Prallteller, aber er hat einen Möscherverteiler. Musste ich euch jetzt nochmal sagen, nicht, dass ihr da was Falsches, falsche Informationen kriegt. Das ist natürlich nichts. Ah ja, hier sehen wir auch nochmal Heu. Echt top eigentlich. Ja, also wie gesagt, muss man sagen, gefällt mir, gefällt mir. So, dann fahren wir runter. Ein Fendt werde ich auch auf 40 drosseln lassen. Ich weiß nicht, ob ich den mache oder an 712er. Ich denke an 712er. Dass wir den wirklich auf 40 haben. Dass wir da dann quasi weniger TÜV zahlen müssen, weil es ist ja so, für die, die es jetzt eben nicht wissen. TÜV im. Genau, ja genau, wenn man einen Bulldog auf 50 km/h hat, muss man jedes Jahr zum TÜV. Und wenn man einen Bulldog auf 40 km/h hat, muss man jedes zweite Jahr zum TÜV. Und das ist halt geldsparend, ne? Und ja genau, Bogen müsste jetzt eigentlich schon rein sein. Jetzt fahren wir mal hinter. Und ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Ich denke an 712er. Wenn wir da vielleicht so, ja, gegen den Frühling hin wirklich mal austauschen lassen. Hat es keiner gesehen? Müssen wir nur schauen, wie viel wir reinhauen. Das reicht, das reicht, das reicht. So. Gut. Ist schon wieder Geld weniger. Du, das ist echt teuer, das Zeug. Schlimm. Schlimm, schlimm. Fahren wir dann aus. Holen wir gescheit aus. Ja, aber der Känger, der ist einfach geil, der Reisch. Der hat was. Den stellen wir jetzt quasi wieder in die Durchfahrtshalle rein. Fahren wir von oben rein. Oder von unten. Fahren wir von unten rein. Das macht mehr Sinn.
Ja, und dann passt es. Eben dann morgen Nachmittag Heu machen, pressen und das alles aufsammeln. Und dann entweder morgen auf Nacht nur Scheiße fahren oder eben. Ja, morgen dann. Müssen wir mal schauen. Aber ich denke, dass wir es morgen. Also übermorgen, meine ich. Ich denke, dass wir es morgen dann machen. So fast. Wenn wir dann so um 3 erst Heu, will ich dann eigentlich um 3 quasi schon presst haben. Dass quasi über den Vormittag und 12 das Zeug abkriegt. Dass dann quasi um 17. 17 sage ich schon. Um 14 Uhr fertig geschwadet ist auf jeden Fall. Dass wir dann pressen können. Und vielleicht kommt der Tom ja dann schon ein bisschen früher. Da können wir nur, wenn er, da kann er nur, wenn er mit einfahren. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Das wäre eine Überlegung wert. Das wäre, mal schreiben. Ob er da Bock dazu hat. Müssen wir natürlich auch immer schauen, weil vielleicht hat er auch irgendwas anderes zum Tun. Schauen wir mal. So, aber dann steht das gespannt für morgen. Genau, der Deutz hängt auch schon zusammen, machen wir hier mal zu. Sonst bin ich jetzt schon rumgegangen im Hof. Passt alles, Kühe habe ich ja auch schon versorgt. Da passt soweit auch alles. Und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns fast morgen früh wieder. Ja, genau, dann bis morgen. So, guten Morgen miteinander. Ja, neuer Tag, neues Glück. Ich habe gut geschlafen, das passt alles. Ich habe jetzt auch schon Viecher versorgt und alles. Und jetzt müssen wir mal hier schauen, dass wir ja theoretisch düngen oder jetzt eben zuerst, ich weiß nicht, den müssen wir unbedingt rausfahren. Das ist echt, das wird immer mehr. Obwohl, ja, wir können schon ein wenig aufdingsen, ne? Ja, wir düngen jetzt erst einmal, würde ich sagen. Ich hab's halt wieder besprechen, gell? Ihr merkt es schon. Wir haben halt jetzt eh schon wieder so viel gelabert, also beziehungsweise noch nicht so viel, aber bevor das so viel wird, würde ich fast sagen, machen wir Zeitraffer. Aber ich will euch nur ganz kurz sagen, wo wir überall drauf fahren. Und zwar auf unsere bestehenden Flächen, aber auf die Wiesen, also auf die Wiesen kommt nichts. Und sonst aber eigentlich auf alle bestehenden Flächen, die wir jetzt angesät haben. Sprich Mais, Zuckerrüben, Hafer, Gerste, Weizen. Das kommt alles, da kommt alles was drauf. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir Zeitraffer und ja, dann bis gleich. Thank you.
So, da sind wir jetzt wieder aus der Zeitraffer zurück. Ja, Dünger hat gerade so gereicht. Ich muss nochmal zweimal mit dem Streuer selber zur Weiber und nochmal zwei Streuer nachfüllen. Aber hat alles passt und ja, jetzt ist 16 Uhr, also 4 Uhr. Und ich meine, wir haben Zeit. Wir können jetzt ganz entspannt das Heu schwadern, dann ganz entspannt pressen und dann in der Nacht 9 Uhr wegen aufsammeln. Ich habe jetzt halt eben bis 4 Uhr gewartet, weil ich mir gedacht habe, ja komm, dann lass das Heu halt noch pressen, trocknen und ja, nochmal ein bisschen Sonne abkriegen ist ja nie schlecht. Ich muss jetzt meine Gruppen belegen. Und dann fahren wir jetzt mal los. Nach dem Schwadern würde ich eigentlich auch wieder die Schutzbleche ans anderen Fendt bauen, weil ich habe die ja abbaut, wegen dem Püttelfahren. Dass sie nicht allzu dreckig werden, aber jetzt können wir sie da eigentlich schon wieder hinbauen. Ich bin aber noch überlegen, ob wir mit dem Fendt dann Ballen stapeln oder dann mit dem Deutz. Gucken wir. Ja, an sich wurscht, aber naja. Morgen werden wir dann Gülle fahren. Habe ich euch ja vor der Zeitraffer wahrscheinlich schon erzählt, aber ja, jetzt steht auf jeden Fall fest, dass wir morgen fahren und nicht heute. Und dann ganz entspannt, vielleicht nur wenn dann. Ich meine, das gibt es nicht viel zum Tun, halt düngen, Mist streuen, nicht Mist, spritzen meine ich. Aber das sind so Sachen, die mache ich halt allein und da nehme ich euch nicht unbedingt mit. Von dem her geht es dann schon bald. Ja, an den zweiten Schnitt bzw. ans Dreschen, ne? Sonst gibt es da nicht so viel mehr zum Tun. Ist einfach so, wie es ist. Vielleicht, dass man da irgendwo mal aushelfen oder so. Wenn ich nicht nur was, aber naja, mal schauen. So, fahren wir hier mal hoch. Und dann stechen wir da oben rein. Ja, wie gesagt, das Tor können wir dann natürlich nur wegmachen bei der Wiese 36. Ich weiß nicht, ob das jetzt was sagt. Da, wo eben dieses Tor ist, wisst ihr schon. Dass wir das eben weg haben. War theoretisch nicht schlecht. Mal schauen, mal schauen. So, jetzt erstmal mal hier ausklappen. Rückschieben. Düngerstreuer musste da nochmal sauber machen. Und dann theoretisch wirklich Mist umfahren. Also auf andere Fläche, dass wir da weniger Platz im Mist. Hä? Ich stehe auf dem Schlauch. Komm, sag's mal. Mist, mir fällt der Name nicht mehr ein. Mistplatz vielleicht, was wisst denn ich? Mistgrube, jetzt habe ich's. Es ist ja keine wirkliche Grube, aber. Dass wir da wieder weniger mehr Platz haben, war theoretisch echt schlecht. Weil, ja, braucht man eigentlich den Platz. Für neuen Mist. So, ich bin jetzt am Überlegen, was machen wir? Ein Zweier oder Vierer? Ja, weiß nicht, was wir machen. Wir können schon Zweier machen. Ich glaube, fast ein Zweier sinnvoller. Naja, wir machen jetzt mal einen Zeitraffer. Ich überlege das spontan und wir sehen uns danach wieder. Bis gleich. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
Das haben wir jetzt wieder aus der Zeitraffer. Schwadern hat gut funktioniert und ich habe einen Fan auch schon gleich umgehängt. Und zwar habe ich jetzt einen Frontliner auch gemacht und einen Ballenspieß. Wir haben jetzt da einen Vierer-Ballenspieß, also vier Spieße. Ja, wir kommen einfach besser in die Ballen rein. Das finde ich echt sehr praktisch. Und hinten der Hänger ist auch schon soweit fertig. Spanngürtel sind auch schon dabei, dass wir da auch keine vergessen. Und ja, dann weiß ich nicht, ich kann euch jetzt aber schnell erzählen. Also wir machen ja auf dem großen Feld, das wir als letztes geschwadert haben, machen wir große Ballen. Ich weiß nicht, wie viel Durchmesser, das müssen wir jetzt nochmal schnell schauen eben. Weil wir pressen ja mit dem 27er, der hängt auch schon dran. Wenn wir schnell einsteigen hier. 1,30. Also 1,80 ist das Höchste. Dann machen wir, denke ich, 1,55 auf der großen und dann 1,30 auf die anderen. Weil 1,80 ist, glaube ich, schon ein wenig zu groß. Da reicht 1,55 dann auch. 1,10 ist natürlich ein wenig zu klein. Ja, 30 und 55 machen wir. Gut. Genau, Netzrollen müssten eigentlich nur langen. Wenn nicht, müssen wir halt nochmal heimfahren. Wir haben ja daheim welche, von dem her. Ja, macht das überhaupt nichts aus. Und sonst? Ja, sonst gibt es eigentlich nicht so viel zu machen. Ich fahre jetzt dann sofort raus, weil Zeit wird auch wieder knapp, ne? Wender können wir dann morgen aufräumen. Schwader habe ich auch bloß da hochgestellt. Ja, machen wir alles morgen. Jetzt will ich erst schon mal das Heu reinkriegen und könnte jetzt mal kurz den Futtergang nochmal durchkehren. Dass das wieder leer ist hier. So. Ehren. Huch. So. Ich weiß nicht, wie lang das Video jetzt worden ist. Ich glaube gar nicht so lang. Ups, das war jetzt nicht so geplant. Ich glaube gar nicht so lang. Wollte es eigentlich länger machen. Aber ja, das macht ja jetzt nichts. Gibt's halt mal wieder ein kürzeres Video. Und ja, im nächsten Video, der wir dann, wie gesagt, Heu pressen, Heu einfahren und dann vielleicht sogar schon ein wenig Gülle fahren oder ob das dann im übernächsten. Naja, mal gucken.
Ja, dann sage ich auf jeden Fall Servus, bis zum nächsten Mal. Achso, und ja, schaut's mal auf Instagram vorbei. Chefe-Agrar, ja, könnt schon ein wenig an Abos vertragen, ne? Weil sind echt tolle Bilder. ja, Servus.